meine Lieben, es ist endlich wieder Time for Fashion. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, denn heute habe ich ein ganz besonders schönes Thema für euch. Die Festivalsaison ist endlich wieder eröffnet und damit ihr in diesen ganzen Menschenmassen nicht untergeht, lautet die Devise: praktisch kleiden, aber trotzdem stylisch. Der perfekte Mix zwischen Glamour und Rock ist da genau richtig. Und wie das unsere Stars und Sternchen machen, schauen wir uns jetzt mal an. Beim Coachella Festival unter der Sonne Kaliforniens geben sich die Stars nicht nur onstage die Klinke in die Hand. Auch vor der Bühne tummeln sich die VIPs und Hollywood-Größen. Hierbei ist es auch immer spannend, die Looks der Promis genau unter die Lupe zu nehmen. Denn so mancher Festivalgast verzichtet für richtig gute Musik schon mal ein Wochenende lang auf Glanz und Glamour. Und damit auch ihr auf jedem Festival optisch glänzen könnt, haben wir von Time for Fashion heute ganz großartige Styling-Tipps für euch. Und da es auf einem Festival zu zweit natürlich viel, viel lustiger ist, habe ich auch einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar die Otto 24 Fashion Bloggerin Tui. Und wer Tui noch nicht so gut kennt, für die habe ich jetzt noch eine kleine Vorstellung. Tui ist Fashion-Bloggerin aus Leidenschaft und macht dazu die eine Hälfte des bekannten Otto 24 Fashion Duos. Sie hat den richtigen Riecher, wenn es um die neuesten Modetrends geht und ist im Otto-Auftrag in Deutschland, Europa und der ganzen Welt unterwegs, um vor allen anderen zu entdecken, was trendy, hip und aktuell völlig angesagt ist. Von all diesem Wissen wollen wir heute profitieren und freuen uns, dass sie hier ist. Tui, schön, dass du da bist. Ja, danke, ich freue mich auch. Ja, sag mal, ich war dieses Jahr noch gar nicht auf dem Festival, hab's noch nicht geschafft, aber du warst, glaube ich, schon, ne? Ja, genau, ich war dieses Jahr auf dem Hurricane. Okay, wie war's? Erzähl mal ein bisschen, was hast du da alles gesehen, vor allem was für Trends und so? Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist auf dem Hurricane, ist, dass die Leute ziemlich oft Kontraste getragen haben. Also zum Beispiel einen pinken, ganz langen Rock zum Pullover mit einem Print. Dazu dann eine große Sonnenbrille und ganz, ganz viel Schmuck. Oder kurze Shorts, das habe ich auch oft gesehen. Und dazu dann Boots oder Gummistiefel, also wie deine Boots auf jeden Fall. Tui, wie sieht es denn aus mit Accessoires? Sehr viele Leute haben viele Accessoires getragen, also auch richtig opulente Accessoires, große Ketten und auch richtig große Brillen, Sonnenbrillen natürlich. Yeah. Sonnenbrillen waren sowieso auf dem Hurricane sehr angesagt. Dann viele Ringe, viele Armreifen oder auch zum Beispiel diesen Ohrring, die finde ich einer Faunfeder. Feder. Würde auch gut zu dir passen. Genau, die hatte ich auch an auf dem Hurricane. Aber auch Sonnenbrillen. Ja klar, die wie diese, also so auch große Sonnenbrillen. Und die runden halt, vor allem. Ne? Genau, oder solche Pilot-Sonnenbrillen. Und natürlich, du nimmst gerade ja, in die Hand, genau. Die Peace-Kette. Die Peace-Kette, die finde ich auch total gut. Da bekommt man gleich Festival-Feeling, finde ich. Und also man trägt es nicht nur als Peace-Kette, sondern es gab auch Leute, die halt T-Shirts getragen haben mit einem Peace-Motiv, wie dieses hier zum Beispiel. Ne? Ah, okay. Genau. Also Peace ist auf jeden Fall wieder total in. Ja, auf jeden Fall, also auf Festivals sowieso. Okay. Dann natürlich Hüte. Hüte. Also zum Beispiel wie diesen Strohhut hier. Ja. Oder auch, was ich oft gesehen habe, so runde Schlapphüte, genau, so schwarz. Ja, genau. Ich brauche auch unbedingt so einen. Die finde ich auch super. Es ist halt so der Hippie-Chic. Und die meisten tragen dann dazu ein langes, bodenlanges Maxi-Kleid und dazu dann Boots. Ja, und dazu vielleicht eine Tasche, wie zum Beispiel diese hier. Ah. Und da passt halt alles rein, die stört nicht. Und die kann man vor allem umhängen, ist praktisch. Ja genau, sie ist auf jeden Fall praktisch, da passt vieles rein. Und sie stört nicht beim Tanzen oder wenn man auf einem Konzert ist. Ist auf jeden Fall, so eine Tasche braucht man, ist ein Muss. Genau. Und viele Accessoires. Genau, viele Accessoires, viele Ringe, viele Ketten. Was sagst du denn zu meinem Outfit? Ist das festivaltauglich? Ja, ich finde dein Outfit sehr festivaltauglich. Vor allem deine Boots gefallen mir ganz gut. Du kannst damit durch den Schlamm treten, tanzen. Sie sind wasserfest natürlich. Sehen gut aus, zu deinem Rock vor allem. Viele habe ich auch gesehen, viele Leute tragen ja auch dazu so Jeans-Shorts. Und dann sieht man wieder diesen Kontrast. Ne? So, das waren ja eine ganze Menge Tipps jetzt von dir. Und für euch kommt jetzt noch mal eine kleine Zusammenfassung. Dieses Jahr überzeugt der Festival-Style mit lässiger Eleganz. Weit flatternde Shirts, kurze lässige Shorts aus Jeans oder Stoff, fließende Maxi-Röcke und unkomplizierte Jumpsuits sind die Must-Haves der Festivalsaison. Kleine Details wie bunter Nagellack, dezenter Schmuck und die passenden Schuhe zaubern mit wenig Aufwand aus einem einfachen Outfit den perfekten Festival-Look. Einer der bekanntesten Festival-Trends darf aber natürlich auch in diesem Jahr nicht fehlen, nämlich der Hippie-Chic. Vor allem die sommerlichen, weiten Kleider in den verschiedenen Längen wie Mini, Midi oder Maxi sind besonders beliebt. Hierzu locker ein Ledergürtel um die Hüften geschwungen, die Armreifen angelegt und die Sonnenbrille auf die Nase geschoben und schon geht es los. Rock'n'Roll!
Und du hast es gerade schon angesprochen, die Schuhe. Ja, auch wichtig, was kann man denn da mitnehmen für Schuhwerk? Ich würde jedem empfehlen, keine Sandalen oder Ballerinas mitzunehmen. Zu gefährlich, ne? Genau, es ist zu gefährlich. Die Leute treten einem auf die Füße, es tut weh und das ist einfach nicht schön. Chucks? Chucks, ich habe viele Leute gesehen, die es getragen haben, aber die waren nach 2, 3 Tagen schon völlig kaputt. Die Leute sind meistens dann schon barfuß durch den Matsch gelaufen, weil es einfach bequemer war dann. Natürlich darf man die Gummistiefel nicht vergessen. Ich hatte welche mit und ohne hätte ich es nicht überlebt. Okay, Gummistiefel und aber auch Boots. Aber solche Boots, wie du jetzt hast, also so Schnürboots, die auch ein bisschen hoch geschnitten sind, die dann so locker offen trägst. Oder halt wie meine Boots, die das sind so Biker-Boots und ein bisschen locker auch. Und die waren auch sehr gut fürs Festival. Meine Lieben, das war es leider schon für heute. Tui, danke fürs Kommen. Ja, immer wieder gern. Ja klar, deine Tipps waren wirklich super. Ich bin bereit für jedes Festival. Und wir sehen uns hoffentlich bei Facebook. Da könnt ihr uns schreiben, Fragen stellen, was auch immer. Einfach auf www.facebook.com/timeforfashion gehen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche, wie immer. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. On it, on it, on it.